So, hallo zusammen zu einem neuen Part Dreamfall. Buch 3 fangen wir an heute. Ist cool, freue mich drauf. Man hört schon, meine Stimme ist sehr, sehr viel besser wieder. Ich musste Stimmbänder operieren und jetzt kann ich da wieder loslassen. Ich habe wieder eine Stimme, das freut mich. Das ist cool. Das ist cool. Cool! wir sind ja das letzte Mal verblieben irgendwie. Nela hat hier Anschlag verübt. Und wir sind irgendwie auch noch ein bisschen bereicht worden. Und weiss nicht, wir gehen einfach mal, würde ich sagen, schauen, was im Buch 3 kommt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Vergnügen beim Buch 3 von Dreamfall. Okay. Saga, kommst du mal in die Küche? Wir spielen also wieder Saga. Da ist sie nicht mehr das Baby, sondern auch schon etwas älter. Saga, bitte komm mal in die Küche. Ja. Aufstehen muss ich. Okay. Saga, die kleine Saga. Cool. Ich will nicht dauernd dröhnen. Also, ich komme. Taps. Ist lustiges Mädel, hä? Saga, ich mein's ernst. Blaue Augen. Kein Spaß. Du, ich komme. Nur kein Stress. Hä? Da bist du ja. Ich war nicht sicher, ob du mich gehört hast. Tust du mir bitte einen Gefallen? Was denn? Du weißt ja, ich liebe deine wunderschönen Zeichnungen, aber ich mag es nicht, wenn du sie überall herumliegen lässt. Könntest du sie bitte auflesen und in dein Zimmer bringen? Und danach möchte ich, dass du anfängst, deine Hausaufgaben zu machen. Warum heißt das eigentlich Hausaufgaben? Ich bin doch sowieso immer zu Haus. Wie meinst du das?
Warum sind das Hausaufgaben, wenn ich doch nie woanders bin? Ich finde, das sollte einfach Aufgaben heißen. Gute Frage. Und du hast recht. Ich möchte, dass du aufräumst und dann anfängst, deine Aufgaben zu machen. In Ordnung? Verhandeln? Ja, nein, wir folgen mal. Aber sie geht also nicht in die Schule, hä? Sie bleibt daheim und... Ich will jetzt noch nicht aufräumen, aber ich will auch nicht, dass Papa böse wird. Also wird sie in dem Fall daheim unterrichtet, hä? Verhandeln? Ja, komm, wir folgen mal. Wir sind ein gutes Mädel. Ja, Papa. Danke, dass du nicht mit mir streitest, Saga. Ich bin ganz schön erledigt und es hilft mir sehr, wenn du deine Pflichten ohne Widerrede erledigst. Sobald du fertig bist, helfe ich dir bei deinen Aufgaben. Okay. Okay. Ziele aktualisiert. Sammle alle deine Zeichnungen. Ah, okay. Jetzt muss ich die auch suchen, hä? Was ist denn da? Hä? Radio, kann ich da etwas machen? Oh, das ist alles furchtbar. Noch schlimmer. So. Gut. Nein, aber gar kein Gedudel, ist ja blöd. Das andere vor ist gut. Ja, komm. Bye. Piri-bi-piri. Ich glaube, da war unser Zimmer. Ja, genau. Ah, ich weiss es noch von... Der Knuddel. Knuddel! Er ist mein Freund. Ah. Manchmal redet er nachts mit mir mit einer komischen Stimme. Oh, aha. Was haben wir hier? Da wohnen die Feen. Ich habe das Haus für sie schön gemacht. Oh, da ist doch eine Zeichnung, oder? Ja, prompt. Cool, hast du auch eine? Hä, es ist da gewesen. Dort. Ah, da hab ich ja den Schlüssel. Hä, was für ein Schlüssel? Ein Schlüssel. Für was auch immer, du. Ah, Schlüssel, du. Mama ist wirklich hübsch. Ich kann mich nicht gut an sie erinnern. Sie ist verschwunden, als ich ganz klein war. Okay. Sie ist doch... Die hat Papa mir zum Geburtstag geschenkt. Sie spielt schöne Musik, wenn man sie aufmacht. Außer aufdrehen. Zum Aufmachen brauche ich einen Schlüssel. Wo habe ich den Schlüssel bloß hingetan? Haben wir nicht da einen Schlüssel? Haha, das ist sicher der. Zeichnung? Das kann ich noch Zeichnung nehmen. Tust du eigentlich, worum ich dich gebeten habe? Ja, ich räume auf. Gut. Der Anger. Nur ruhig, mein lieber Freund. Nur ruhig. Was ist da? Den hat Papa manchmal auf, wenn er ausgeht. Stiefel auch, hä? Hä? Kann ich etwas machen? Papas große Stiefel. Kann ich mit denen etwas machen? Wenn du nur einen einzigen Tag in meinen Stiefeln steckst, Saga.
Hat er Albe gesagt, hä? Ich denke, vielleicht war Mama eine Hexe und ist damit geflogen. Regenschirm? Das ist ein Regenschirm. Papa sagt, der ist für den Regen. Sowas benutzen feine Damen. Aha. Gut. La la la. Ich bin eine feine Dame. Ah. Saga, du bist köstlich. Feister. Feister. Oh, Lichtschalter. Gut. Tür. Lauf du. Nein, oben habe ich keine Bilder liegen lassen. Nicht. Also. Ah, da ist doch eins. Gut. Haben wir schon 2 von 5. 3. 3 von 5. Super. Es läuft ja wie im Schnürli. Oh. Ah, jetzt sind wir da wieder im Kaminraum, hä? Kann ich da etwas Zeichnungen drin schmeissen? Das ist so schön. Ich mag Feuer. Es tut mir nicht weh, aber Papa regt sich auf, wenn ich das mache. Potzment, das Feuer macht er nicht. Du. Saga, die Feuerresistente, hä? Ist auch da noch etwas zwischen den Büchern? Ich will ein neues Buch zum Lesen. Hoffentlich bringt Onkel Gellis morgen welche mit. Okay, sehen wir, das ist noch. Also, das sind ja Bücher. Ich will ein neues Buch zum Lesen. Hoffentlich bringt Onkel Gellis morgen welche mit. Okay. Oh, da ist doch noch das Bild. Ja. Was ist denn? Ah. Was möchtest du heute zum Abendbrot? Weiß nicht. Na schön, dann mache ich einfach etwas, das ich gern esse. Nein, Bratfisch mit Pommes. Es gibt keinen Bratfisch mit Pommes, Liebes. Ich mache uns Eintopf. Nicht schon wieder. Das habe ich gehört. Ich habe gesagt, ist gut. Okay. Das habe ich noch mal angeschaut. Das Bild, da mag ich nicht. Es verändert sich dauernd. Ich glaube, es ist lebendig. Ist das wahr? Was ist da? Irgendeine Jagd? He? Ein Fuchs? Krähen? Mütter? Mama ist wirklich hübsch. Ich kann mich nicht gut an sie erinnern. Sie ist verschwunden, als ich ganz klein war. Ja, ist hübsch. Das ist ja so. Ist da noch etwas? Nein. Stuhl. Ich bin die Königin und das ist mein Königinreich. Ja, Saga, du bist Prinzessin. Eine Gitarre. Papa spielt Gitarre. Ich will's auch lernen. Wenn ich groß bin, will ich auch Lieder machen. Ja, also, probier. Ich singe und spiele Gitarre. Super. Was haben wir hier noch? Oh, da liegt doch etwas noch. Oh. So, wir haben alle. Cool. Ziele aktualisiert. Noch 4 übrig. Hä? Aber ja doch. Ein hübsches Mädchen spricht mit einem weißen Drachen. So fängt diese Geschichte an. Ah, das ist vom eine Zeichnung vom Eis. Vom Dreamfall, vom ersten Teil. Da hat sie am Anfang mit einem weissen Drachen geredet. Und da, zeig.
ist das Ende der Geschichte. Hä? Das Mädchen verlässt den Turm zwischen den Welten. Sie weiß nicht, wo sie hin soll, aber Krähe ist bei ihr. Sie kommt schon klar. Ah, stimmt. Das war aber in der Woche. So, ja, cool. Ah, das ist alles so Zeichnungen von denen, ne? Hier hat das Mädchen alle vier Teile des Steins gefunden, die sie suchte. Aha. Hier hat das Mädchen alle vier Teile des Steins gefunden, die sie suchte. Und das wird der gewesen, wo April war, in diesem Sumpfgebiet. Das Frühlingsmädchen reist von der großen Stadt in eine andere große Stadt in einer anderen Welt, wo sie die Magie kennenlernt. Genau, genau, das ist der, der mich besinnt. Und das? Der Mann mit Rädern zeigt dem Mädchen, wie sie in ihre große Stadt zurückkommt. Er verbirgt seinen Schatten in sich. Da kann ich mich nicht besinnen, das. Der rollende Mann. Okay, jetzt da ist noch ein Bild. Mama ist wirklich. Ja, sie kennt das Gleiche. Ich kann mich nicht gut an sie erinnern. Sie ist verschwunden, als ich ganz klein war. Das ist eine besondere Tür. Sie führt in die Wand. Hä? Was ist da auf, du? Oh. Siehst du? Wand. Oh. Eine Wand. Bist du schon fertig? Ich mach bloß kurz Pause. Du kannst hinterher Pause machen. Geh schon, sammel deine Zeichnungen ein. Also. Bett ist doch noch etwas, ja. Das ist aber hoch. Ich glaube nicht, dass ich das dahin getan habe. Das muss von alleine da hochgeflogen sein. Wie komme ich denn da her? Wie dachtest du zu nehmen? Nicht, hä? Oder das Kerli da? Hä? Hä? Oh, dort ist eine Zeichnung. Oh, ich habe ja ganz vergessen, dass ich da eine Zeichnung versteckt hatte. Das war ein Spiel, das ich gespielt habe. Gib? Von hier aus komme ich da nicht ran. Tisch? Ah! Okay. Danke schön. Habe ich alles? Jetzt die da. Da fett, du. Hol mir dort die Zeichnung abmachen, da, bitte. Hey, Liebes, was ist denn? Kannst du mir helfen? Ich komme nicht an das Bild heran. Na gut. Zeig mir wo, ich helfe dir. Dort, schau. Dort. Beim Gleichgewicht, wie kommt das denn darauf? Weiß nicht. Kannst du mir helfen, es runterzukriegen? Aber ja. Komm her, ich hebe dich hoch. Na komm, streck dich, soweit du kannst. Noch ein bisschen. Hast du's? Ich hab's. Dankeschön. Du bist noch am Wachsen. Bald kommst du selber da hoch. War Mama groß? Mama ist groß. Größer als ich. Sie hätte... Darf ich das Bild mal sehen? Das ist sehr schön, Saga. Du zeichnest besser als ich in deinem Alter. Wer ist das? Das ist Krähe. Wer ist Krähe? Ein sprechender Vogel. Wann kommt Mama wieder heim? Saga... Du hast doch gesagt, ist, nicht wahr? Mama ist groß. Also wann kommt Mama wieder heim? Ich weiß ehrlich nicht, ob sie das jemals tut, mein Schatz. Aber sie ist da draußen irgendwo? Ich glaube schon. Okay, wenn sie da draußen ist, dann finde ich sie und bringe sie heim. Versprochen. Danke, dass du mich hochgehoben hast. Aber gerne. Okay. Du weißt ja, morgen bekommen wir Besuch. Wen? Hatte ich dir schon gesagt, Onkel Gallath. Ach so. Der ist ja gar nicht mein richtiger Onkel. Können wir nicht auch mal jemanden besuchen gehen? Die Antwort auf diese Frage kennst du doch schon, Saga.
Das ist gemein. Ich weiß ja, und es tut mir leid. Aber bitte, sei doch brav und höflich zu Onk... zu Galeth. Machst du das? Na gut. Ich mag es nicht da unten. Es ist kalt und finster und es riecht komisch. Da Trauer hat man nie gern gehabt, gell, aus Allah. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt noch ein Pfumuni kommt oder so. So, ich glaube, habe ich alles? Nein. Vier, hat sie gesagt, braucht es noch. Ja. Müssen wir schauen, vielleicht haben wir irgendwo etwas übersehen. Ah, da ist doch noch etwas, ja. Habe ich jetzt auch? Nur noch eine Zeichnung. Eine Zeichnung. Okay. Wer sucht, der findet. Hä? Ist auch im Zimmer noch etwas. Das habe ich schon... Da wohnen die Feen. Ich habe das Haus für sie schön gemacht. Das habe ich schon geschaut, ja. Hinter der Tür. Und zum Glück habe ich jetzt die Tür zu, da die Ude hätte ich dann gesucht. Ha. Das sind alle Zeichnungen. So. Ich sag Papa, dass ich fertig bin. Jetzt habe ich den Schwenk, habe ich die Tür zu, das ist ja die, hätte ich dann gesucht. Gott sei. Ja, also. Fertig! Schon? Gut gemacht, Liebes. Ich helfe dir gleich deine Hausaufgaben. Meine Aufgaben. Deine Aufgaben, genau. Deine Schularbeiten. Ich muss das hier bloß noch fertig machen. Warum bringst du die Zeichnung nicht in dein Zimmer und sortierst sie? Ich komme dann bald. Okay. Häng die Zeichnungen in der richtigen Reihenfolge an die Wand deines Schlafzimmers. Ah, jetzt noch die richtige Reihenfolge rausfinden. Oh, das wird schwierig. Oh. Kann ich das rekonstruieren? 5. Das 1. Ja, ich muss mal schauen. Das ist auf jeden Fall das 1 gewesen, da. Das weiss ich gerade. Oh, habe ich die jetzt schon hergetan? Ja. Das war das 1 mit dem Drachen, oder? Dann haben wir doch da 1 gehabt. So endet die Geschichte. Wie ist das gegangen? Das Mädchen findet einen neuen Freund, einen sprechenden Vogel. Der Vogel heißt Krähe. Krähe. Etwas uraltes Böses. Nein, das war das mit dem Himmel dort, wo... Am Schluss. Nein, nicht das. Zwischen den Sternen. Das war das. Ja, das ist der Schluss, oder? Das ist das Ende der Geschichte. Das Mädchen verlässt den Turm zwischen den Welten. Genau. Sie weiß nicht, wo sie hin soll, aber Krähe ist bei ihr. Sie kommt schon klar. Das ist das Ende der Geschichte. Okay, klar. Das Mädchen verlässt den Turm zwischen den Welten. Ja, es gehört. Sie weiß nicht, wo sie hin soll, aber Krähe ist bei ihr. Ja, es gehört, Saga. Ja, es gehört, Saga. Also, dann kommt das dort her, hä? Und er, Heimer. Oh, das wird schwierig, du. Der rollende Mann. Die grosse Stadt.
Die ist ja der gsi. Oh. Wiedergeborene weisse Drache. Das ist die grosse Stadt, würde ich mal sagen. Weil sie ist ja eine nähere Stadt gsi. Irgendwie. Und nachher. Und er dürfte das gekommen sein. Nachdem, was in die andere Welt gereist ist, dürfte das gewesen sein. Und dann. Uraltes Böses, das ist, ja, das ist gegen Schluss raus gewesen, wo der ist gekommen. Und der wiedergeborene alte Drache, das war vor dem Schluss gewesen, gerade da. Das käme in dem Fall daher, würde ich sagen. Mit dem Drachen. Näher. Das ist schwierig. Rollende Mann, Krähe. Kreien. Drach nicht. Das Mädchen findet einen neuen Freund, einen sprechenden Vogel. Der Vogel heißt Krähe. Ja, aber der ist vorher gekommen. Der ist nicht gegen Schluss gekommen. Der hat sie früher gelernt kennen. Vielleicht sogar hier. Das könnte hier sein. Und dann, was haben wir noch? Uraltes Böses. Das könnte hier gewesen sein. Und dann. Steinscheibe, das war auch gegen Schloss raus. Ich glaube, das könnte hier gewesen sein. Und. Das in dem Fall hier. Das ist nicht richtig, glaube ich. Aha. Das Mädchen findet einen neuen Freund, einen sprechenden Vogel. Die anderen sind richtig. Der Vogel heißt Krähe. Die anderen sind richtig, nur die zwei falsch. Wow. Okay. Jetzt bin ich überrascht. Dann ist das in dem Fall hier und das hier. Ja, super!